Die Backrooms, ein Traum in der Realität. Level 15.1. Unsicher und ungesichert, ständige menschliche Feindseligkeit, mehrere kognitive Gefahren, Überlebensschwierigkeitsklasse Lambda. Level 15.1, von seiner Kundschaft allgemein als Futility bezeichnet, ist ein hochentwickelter Sektor von Level 15, der hyperrealistische Simulationsräume und Kopfbedeckungsgeräte enthält, die jede Umgebung darstellen können, die ein Wanderer wünscht. Es scheint keine Grenzen für die Komplexität und Einzigartigkeit der Simulation zu geben. Und viele behaupten, es sei noch realer als die Realität selbst. Die Technologie in diesem Sektor ist so fortgeschritten, dass es unmöglich ist, eine Reverse Engineering zu ermöglichen. Mehrere Gruppen, darunter Backrooms Robotik und das BNTG, haben versucht, die Technologie zu kommerzialisieren, indem sie aus dem Unterlevel heraus gehandelt haben. Aber jedes Mal, wenn der Wanderer mit den Geräten aus dem Level noclippt, explodieren sie und töten alle Möchtegain-Schmuggler. In der Mitte des Sublevels befindet sich ein Raum, von dem angenommen wird, dass der zentrale Nexus für die Stromversorgung des gesamten Levels ist, die als The Control bezeichnet wurde. Der einzige Eingang in dem Raum ist eine versiegelte Tür mit einem nur kleinen Bullout, durch das mehrere verdeckte Figuren gezeigt werden, die von einem vermeintlichen hochkomplexen und massiven Gerät mit mehreren Monitoren positioniert sind. Die Forschung an den Geräten zeigt, dass die Gehirnkarten und Simulationsinformationen der Personen, die die Geräte deshalb verwenden, in dem Raum übertragen wird. Es ist deshalb nicht bekannt, wofür diese Informationen verwendet werden oder wer für welchen Zweck verwendet wird. Tests haben gezeigt, dass jedes Simulationsgerät nicht korrekt dargestellt werden kann, wie das Innere der Steuerung aussieht, stattdessen das verwendete Gerät sofort und dauerhaft zum Absturz bringt. Zahlreiche nachteilige Nebenwirkungen wurden der Umgebung des Levels zugeschrieben. Psychologische Tests haben festgestellt, dass es bei jedem Wanderer, der in das Unterlevel eintritt, ein erhöhtes Maß an Aggressivität und psychopathischen Tendenzen gibt. Aufgrund der geringen Anzahl der vorhandenen Simulationsgeräte gab es Argumente, Gewalt und sogar Todesfälle aufgrund von Kämpfen darüber, wer als nächstes die Simulation betreten kann. Es wird angenommen, dass die mehrere Leichen, die über den Rest von Level 15 verstreut sind, das Ergebnis einer nicht identifizierten Gruppe ist, die das Sublevel führt und schließlich auf Gewalt zurückgreift, um die Geheimhaltung der Unterlevels und ihrer Eigenschaften zu wahren. Es gibt einen besorgniserregenden Trend, bei denen diejenigen, die mit den Wartezeiten frustriert sind, die Headsets diejenigen, die die Geräte verwenden, gewaltsam abnehmen, was zu einem sofortigen Hirnschub für den Benutzer führt. Die einzige Möglichkeit, wie jemand eine Simulation verlassen kann, ist es aus seinem eigenen Willen. Aber dies ist äußerst seltenes Ereignis, vor der Bevorzugung der Simulation im Vergleich zu ihrer aktuellen Realität. Diese düstere Aktualität ist der Ort, an dem der aktuelle Name für das Unterlevel Futility populär gemacht wurde. Diejenigen, die die Geräte verwenden können, die Sinnlosigkeit ihrer Existenz nicht bewältigen, da sie für immer in den Backrooms gefangen sind und greifen darauf zurück, ihre Tage im Komfort und Glückseligkeit der Simulation zu verbringen. Letztendlich sterben die Menschen, die meiste Zeit auf dem Unterlevel und in den Simulationen verbringen, schließlich an Unterernährung, Dehydrierung und frontalem Organversagen. Am 18. Dezember 2023 wurde die Existenz von Level 15.1 zum ersten Mal auf die Mac Aufmerksamkeit gemacht, nachdem der Wanderer Enric, der seit Jahren Level 15 feststeckt, berichtete. Fast unmittelbar nach der Entdeckung dieses Unterlevels tauchten mehrere Berichte über Eingänge in Level 15 über Level 10 auf. Genug, um Gruppen von Wanderern in die zuvor unbewohnten Level zu schicken und die betreffendes Unterlevel zu erkunden. Bis Ende des Jahres konnten ein erheblicher Teil des Unterlevels kartiert werden. Bald nach der anfänglichen Fähigkeiten, in das Low-Level zu no-clippen, versuchten viele Fraktionen, die Kontrolle über die Gesamtheit zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil zu übernehmen. Aber die Mac war in der Lage, sie schließlich zu sichern und den Eingang zu schützen, mit einer strengen 2 Monate Bereitstellung und die verschiedenen psychologischen Auswirkungen des Levels zu bekämpfen. Am 1. April 2024 gab es einen beispiellosen Stromausfall im gesamten Level, der sich erheblich auf die Funktion des Levels auswirkte. Jede Person, die deshalb in einer Simulation war, wurde gewaltsam aus ihr ausgestoßen und stattdessen in einen schwarzen Raum simuliert, wo sie über 40 Stunden lang ihre schlimmsten Albträume und ihre tiefsten Ängsten ausgesetzt waren. 35% der Menschen, die die Geräte verwendeten, starben unmittelbar nach dem Ereignis. Der ungewöhnlichste Zeitpunkt dieser Ereignisse hat einige zu der Annahme geführt, dass diejenigen, die in den Kontrollraum anwesend sind, absichtlich dazu geführt haben, dass dieses Ereignis eine Warnung signalisiert oder ein Reinigungsereignis verursacht, um die Nachfrage und die Nachfrage zu senken, die der Wanderer in ihrer Einrichtung platzierten. Die Analyse der Messung der Überspannung im Level und der Belastung der Geräte hat gezeigt, dass ein solches Ereignis wahrscheinlich in den kommenden Monaten passieren wird. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass eine weitere Katastrophe wie diese passiert. Trotz all dessen sind die Popularität und der Eifer der Geräte zu nutzen jedoch auf Rekordhöhen geblieben. Base und Außenposten. Die Line-Steppers. Aufgrund der Massengewalt und der Unruhe in Futility wurde der Eingang jetzt von Wachen patrouilliert und der strengsten Warteschlangen für jeden durchsetzen, der die Eigenschaften des Unterlevels nutzen möchte. Derzeit stehen 352 Personen in der Schlange, wobei die Zahl jeden Tag wächst. Im Folgenden finden Sie eine Liste der am häufigsten angeforderten Simulationen, basierend auf denjenigen, die in der Zeile befragt wurden. Die am meisten angeforderten Simulationen: unsichere und sichere Level, Häufigkeit 2,6%,
Weltraumforschung 4,6%. Videospielwelten 5,3%. Hohe Fantasywelten 9,9%. Zombie-Apokalypse 11,2%. Die Frontrooms 63,8%. Die Plünderer. Aufgrund der potenziell ethischen Bedenken rund um dieses Unterlevel haben sich verschiedene feindliche Interessengruppen zusammengeschlossen, um eine Koalition von etwa 17 Mitgliedern zu bilden, die um das Unterlevel herumgehen und so viel Chaos und Zerstörung wie möglich verursachen. Sie nennen sich die Unmoralen, die Plünderer der gesamten Station. Als Ursache für ihr Chaos und ihre Unordnung und ihre häufigen Überfälle haben die Funktionen und täglichen Operationen, die auftreten, erheblich behindert. Eingänge. Es gibt eine Chance von 1,8% für jeden No-Clip in Level 15, dass sie direkt auf das Unterlevel herauskommen. Ausgänge. Derzeit hat niemand versucht, das Sublevel zu verlassen. Planst du eine Sitzung? Du bist derzeit der 353. in der Reihe. Geschätzte Wartezeit 19 Jahre, 4 Monate, 3 Wochen, 5 Tage, 22 Stunden, 4 Minuten und 18 Sekunden.